Meine Reise führt heute nach Ägypten und dort wartet der Fluch des Pharao auf mich. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und auf meiner Ägyptenreise heute dabei seid. Ich bin der Sascha und ich schaue heute für euch in The Cursed of the Pharaoh. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und dieses Spiel findet ihr im Apple App Store für die Quest jetzt für, ja, free. Es hat vorher 19,99 € gekostet. Da habe ich auch einen kostenlosen Zugang bekommen. Vielen, vielen Dank natürlich an dieser Stelle. Und mittlerweile ist dieses Spiel free. Ich gebe das jetzt hier als free an. Der Preis kann sich natürlich wieder ändern. Das ist bei AppLab normal, dass die Preise immer steigen, sinken, dann auch mal umsonst sind und so weiter. Also nicht wundern, wenn das Ding auf einmal wieder Geld kostet. Es ist ein, ja, Stealth-Action-Spiel, so möchte ich es mal nennen, wo gleich Mumien bzw. so ägyptische Zombies auf mich warten und die darf ich dann mit meinem Schwert, ja, zerlegen. So möchte ich es jetzt mal erklären und was dabei rausgekommen ist und wie das Spiel aussieht und ob 19,99 € in Ordnung gewesen wären, das könnt ihr euch jetzt anschauen. The Cursed Pharaoh. Ja, ich bin im Spiel und ja, Hände habe ich auch und der erste Eindruck, sehr ein bisschen vermatschelt hier hinter mir, ne? Vor mir steht so eine riesige Statue, die ist so ein bisschen unruhig an den Kanten. Ansonsten haben wir eine Start a New Game, Continue, kann ich natürlich nicht machen. Und wir haben jetzt auch einen Survival Mode, der ist wohl neu. Ursprünglich kostete das Spiel 19,99 €, wie gesagt, im App Lab ist derzeit free. Ja, ich habe noch einen Key bekommen, als es 19,99 € gekostet hat. Vielen Dank natürlich erstmal an dieser Stelle. Ja, ob es kostenlos bleibt, kann ich euch leider nicht sagen. Deswegen, solange es free ist, drückt einfach drauf. Es kann natürlich sein, dass es später wieder Geld kostet. Außer es taucht natürlich nichts und das finde ich natürlich jetzt für euch heraus. Okay, ich würde sagen, wir machen mal Start a New Game. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Irgendwas mit Schwertkampf und Mumien, Zombies und so weiter. Okay. Irgendwas mit Under a Dark Curse, Dimension, Dark ist schon scheiß. Survive the Cursed Army to the Pharaoh and find your portal back. Okay. So, das sieht im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber um diese Sphinx oder diese, ja, was sind das da, Statuen, sind so weiße Konturen zu sehen, die flimmern so ein bisschen, das bisschen matschig da, ne, was da so drin ist hier. Ist auch nicht so der Oberkracher, aber wir reden über AppLab, wir reden über mobiles Headset. Aber für 20 € von der Optik würde ich sagen, habe ich schon Besseres gesehen. Okay, was ganz cool ist, ist dieser Wind und da hinten laufen schon so ein paar Schergen rum. Das sieht ganz cool aus, so von der Atmosphäre. So, wir haben Smooth Turn und Free Locomotion. So, was haben wir hier? Okay. Muss ich mir jetzt bücken oder was? Okay, ich habe hier irgendwie was. Nehmen wir mal noch was. Also es wäre ganz schön, aber wenn man das... Was ist das denn? Ist falsch rum? Ist egal. Wo ist es hin? Irgendwas zuckelt hier, ne? So. Wir probieren es jetzt mal, was jetzt hier passiert. Jetzt muss ich die einfach umhauen und zum Portal kommen. Okay, da läuft schon einer rum. Komm mal her. Okay, der läuft hier. Alter! Okay, ein Hieb und er war weg. Der hat mich aber jetzt ein bisschen erschrocken, hier der blöde Affe hier. Komm mal her. Jetzt weiß ich ja, was kommt. Okay, da ploppt was auf. Okay, ein bisschen unheimlich ist es ja schon, ne? Okay, Steine ploppen zwischendurch auf. Ich hoffe, es ploppen keine Gegner auf. Aber es braucht wirklich nur einen Hieb. Okay, man muss sie nur einmal anticken und dann ist auch schon, hat man schon gewonnen. Okay, dieses Geschrei, der ist so ein bisschen in der Luft. Was war das denn? Okay. Habe ich es geschafft? Das war alles? Okay, also der Oberkracher ist es jetzt noch nicht, ne? Mal durchlaufen. Ah, okay. Nächste Stage. Jetzt habe ich sogar ein Schild. Okay, dann gib mir mal das. Kann man das da so drunter tun? Das geht natürlich nicht. Wie soll ich da drankommen? So, jetzt habe ich auch ein Schild. Okay, das finde ich cool, wenn das hier so funktioniert.
Also von der Atmosphäre ist es eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Was denn? Ich hab doch gar nicht mehr. Tack. So, sehr windig. Ja, komm her, du. Willst mich ja eh nur wieder erschrecken. Was war das denn? Dann geht mal das lange, das war besser. Schild. So. Okay, probieren wir das nochmal. Guck mal, wenn ich jetzt hier so nach hinten gehe, seht ihr da ganz hinten diesen Durchgang, wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann baut sich da was auf, ne? Zack, jetzt gehe ich zurück. Jetzt geht das wieder weg. Okay. Was denn? Achso, ich habe das hier berührt. Warum ich jetzt sofort gestorben bin, weiß ich nicht. Also sobald ich sterbe, fange ich wieder vorne an und Steine ploppen auf. Habe ich schon gesagt, ne? Okay. So. Kann man da durchlaufen durch die Steine? Geht nicht. Was macht er da? Okay, einfach so. Das lange Ding ist ganz cool, ne? Kann man so schon vom Weiten. Oh, der kommt sogar auf mich zu. Das ist mal was Neues. Okay. Aber mit Kämpfen hat das irgendwie nicht viel gemein, ne? Man zittert sich hier einfach so durch. Zitter, zitter. Okay. Hier muss dann irgendwo einer sein, ne? Können die drei Stück hier gewesen sein? Erschreckt mich hier bloß nicht mit irgend so einem Scheiß hier. Hallo? Das war alles? Das war ich wieder, ne? Kann man noch rennen? Ne. Ich zitter mich mal hier so ein bisschen nach vorne, falls dann da was angesprungen kommt. Was jetzt? Okay, jetzt wird es sehr düster. Ich habe nichts Langes mehr, was ist das denn? Okay, da ist sogar so ein Glanz drauf. Also das sieht cool aus. Also das Schild finde ich cool. Das Schwert hier sieht auch cool aus. Na komm mal her, dann mach mal hier ein. Der hat mich sofort getroffen. Was soll denn das? Aber dass man nicht an die Sachen hier kommt. Ne? Kann man das irgendwie mit so einem Laserpointer... Der springt da gar nicht drauf, ne? Hallo, ich habe noch gar keine Waffe. Der kommt schon. So, der war jetzt ein bisschen schwieriger. Der hat dann eine lange... Was denn? So, jetzt bin ich hier drauf. Ich will was Langes. Was Langes ist ganz cool. Aua! So, wieso bin ich denn so langsam hier? Wieder so ein bisschen schneller. Bin ich jetzt zu schwer? Bin ich zu dick geworden? Guck mal, was das hier ist, Leute. Penne ja ein. Ja, kann sich nur... um eine Stunde handeln. So kriegt man ein Video auch auf. So, ich lasse das mal los. Ja, jetzt vorsichtig, nicht, dass ich mir wieder hier die Finger kaputt hau. Ne, ich bin hier so langsam unterwegs. Es ist so. Okay. Okay, der haut mich jetzt gleich sowieso um mit seinen langen Dingen da. Hallo, komm mal her. Du hast einen Krummfuß, wenn du da läufst. Seht ihr das? Ja, fall da mal runter. So, der ist schon tot. Boah, dass das hier so langsam ist. Wieso geht denn das nicht schneller? Kann man irgendwie... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich drücke immer Tasten. Nö. Ach, das geht mir hier. Das geht mir auf den Keks hier. Ich das hier so berühre. Ja, vielleicht soll man sich die schöne Umgebung anschauen. Deswegen ist das so langsam. Der Gegner kommt jetzt nicht auf mich zugerannt, also... So, ist tot. Ja, und jetzt muss ich da zum Tor schleichen, oder was? Okay. Ja, ihr könnt Kapitelmarken benutzen. Ihr könnt auch hier zweimal drauf tapen, dann geht das 5 Sekunden vor. Nochmal tapen. Ist da was hinter mir? Nö. Und ich höre nämlich irgendwas. Oder zweimal tapen, dann geht das 5 Sekunden vor und so weiter. Ich kann auch nicht dafür, was soll ich da machen? Wieso wird es denn jetzt schon dunkel? Ich bin noch gar nicht da. Jetzt wird es aber langsam hier, jetzt wird es blöde, jetzt wird es richtig dunkel, das finde ich gar nicht gut.
Aber ein bisschen Licht ist ja wie da, ne? So. Was ist denn da oben? Guck mal, Leute. Den Kopf so bewegt. Ne, da oben, das... Ah, seht ihr das? Okay. Das soll wohl eine große Statue sein. Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs hier. Komm mal her, du. Hallo. Mich umdrehen. So. Soll ich daher gehen oder hier? Ist das egal? Okay. So. Komm mal her. So, habe ich. Es zuckelt hier mal so ein bisschen die Waffen und so, ne? So, jetzt bin ich noch schneller unterwegs. Weiß ich, hat das irgendwas mit dem Spiel zu tun? Ist das irgendwie eine Spielmechanik? Okay. Was war das denn schon wieder? Oh, der hat mich schon wieder erwischt. Jetzt muss ich nochmal da durch. Oh, komm. Nee. Falsch rum. Ist egal. Da geht's mit links besser. Komm mal her. Lauf nicht wieder weg. So, mit links geht's auch. Ja, also ich weiß nicht, also für free kann man da jetzt gerne mal reinschauen. Ja, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen. Aber 20 Euro, ich bitte euch. Da gibt's leider Besseres, ja. Oder halt noch ein bisschen dran schrauben, weil von der Basis her ist es ja nicht verkehrt, ne? So die Grundidee und so. Da ist tot. Ich glaube, so weit waren wir gerade auch schon, ne? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja gut, Leute, das sind die Level. Jetzt gucke ich mal, wie ich wieder zurückkomme. Ich drücke mein Menü. Okay, back to menu. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, aber ich wollte jetzt natürlich auch nochmal den Survival-Modus für euch ausholen. Irgendwas, achso, das klebt da so dran. Okay, machen wir mal den Survival-Modus. Der ist neu. Das ist denn hier. So, find a cursed waste to summon a weapon using the altar. You have 20 seconds to find a waste before enemies spawn. Defeat the enemies under 1 minute to continue to the next level. Das ist so eine Vase. So. Okay, jetzt habe ich hier eine Waffe. Wo spawnen die denn? Boah, die Waffen, die hängen so ein bisschen komisch. Ja, mach mal. Das ist aber unheimlich, hier so ein bisschen, ne? Okay, da sind Enemies. Hier oben war keiner, ne? Nee. Okay. Werde ich hier auch einmal getroffen und dann war's das. So, einen habe ich. Und das sind die zwei. Warum läuft er denn da die ganze Zeit falsch rum? So. War da noch einer? So, time left. Okay, next level. So, jetzt habe ich wieder 20 Sekunden, um die Vase zu finden. Da liegt sogar eine Waffe. Ich gucke schon mal, ob ich die irgendwo sehe, ne? Okay. Da ist eine Vase. Nee. Ich brauche eine Vase, verfluchte Axt hier. Da. Komm. Wie schon wieder hier dieses komische Hackebein oder was? So, den habe ich. Den habe ich auch. Muss ja noch einer. Achso, das war schon. Time left 40. Wieder nur zwei. Okay, komm, einen machen wir noch. Also erstmal die Vase suchen. Was weiß denn ich? Vase. Bin der Vasensucher. Ja, wie soll ich hin? Das ist so scheiß hier. Ist hier oben? Ey. Ja, ich muss an die Vase kommen. Das ist doch kack hier. Nee, nee, nee. Also ein bisschen Stealth ist jetzt auch mit drin, ne?
Wo ist denn der? Der hat die Vase umgeschmissen, der Vogel. So. Dreh dich doch mal um. Tschüss. Habt ihr die Vase weggeklaut? So, einer ist oben. Einer war hier unten. So. Jetzt müssen wir den wieder umhauen. Wo ist denn der? Was denn? Okay, diesmal wurde ich Replay? Nein, ich möchte nicht nochmal. Okay, Leute, das ist dann der Survival-Modus. Habt ihr gesehen? Ja, kurzes, knappes Video heute. Was soll ich da auch noch großartig anders zeigen? So, gehen wir nochmal wieder zurück ins Menü. Was von hier aus nicht mehr geht. Okay. Ja, Menü geht hier nicht. Okay, ich bin einmal im Survival gefangen. Kommt man nicht mehr raus, ne? Ja, komm, wir machen noch einen. Ist die Vase wieder um? Wie gerade auch. Ist das dann wieder die dritte Runde? Ist das gleich? Tatsächlich. Okay, also dann kann man sich das merken, wo die Vase liegt in der dritten Runde. Ne? Also wenn man verkackt, dann einfach nochmal und dann... Hey! Geh mal weg. Bin noch nicht so weit. So, jetzt klopfe ich erstmal den da oben die Rübe weg. So. So, den haben wir. Rübe weggehauen. Da komme ich jetzt hier auch nicht mehr raus. Ich kann hier Menü drücken, was ich will, da passiert nichts. Okay. So. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder der. Ja gut, Leute, ihr seht, also die berühren euch irgendwie, dann seid ihr schon tot. Also das funktioniert auch nicht so 100 Pro. Und raus komme ich hier leider nicht mehr. Ne? Ich habe hier ein tolles Messer, ist egal. Ja, Leute, das ist The Cursed Pharaoh. Bisschen kürzer heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Dingen. Wie gesagt, für free müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch das runterladen möchtet. Könnte natürlich sein, dass es später wieder Geld kostet und dass der Entwickler natürlich noch ein bisschen weiter dran schraubt, weil der Survival-Modus kam nachträglich. Das heißt, der Entwickler arbeitet noch am Spiel. Gut, Leute, ich bin raus. Aber im Fazit sehen wir uns natürlich gleich nochmal wieder. Bis gleich. Ja, für free kann man es mitnehmen. Da kann man eigentlich nicht meckern. Dafür ist es solide, ein typischer Indie-App-Lab-Titel. Aber für 19,99 Euro, nein, dann ist es natürlich nichts. Solange er, wie gesagt, jetzt free ist, nehmt ihn gerne mit, wenn ihr möchtet. Ihr habt jetzt im Video gesehen, was ihr bekommt. So, der erste Blick in den Sandsturm am Anfang, der war ganz, ganz cool. Das hat mir auch gut gefallen, war eine coole Atmosphäre. Wenn man dann aber genauer hinschaut, dann sieht man auf einmal unschöne Kanten hier an dieser Sphinx oder an diesen anderen Statuen, die da rumgestanden sind. Sachen ploppen auf, einmal ganz, ja, gravierend war so eine ganz, ganz, ganz große Statue im Hintergrund. Wenn ich nach hinten gegangen bin, dann war sie weg und dann langsam erschien sie wieder. Also das war so ein bisschen komisch. Die Zombies laufen wie auf Schienen, laufen gerne auch mal auf der Stelle, drehen euch dann den Rücken zu, braucht ihr nur so machen. Zack, ist das dann weg, das Zombie, Mumien, Getier. Ja, es ist wirklich nicht spektakulär, das muss ich einfach sagen. Aber wie gesagt, für free kann man da vielleicht mal reinschauen. Der letzte Modus, dieser Survival-Modus, der ist irgendwie ganz witzig mit dieser Vase, die man erst finden muss, bevor man dann eine Waffe hat. Da merkt man dann so ein bisschen, dass da auch Stealth mit drin ist. Aber im Kern weiß ich nicht, also ja, habe ich schon gesagt, für free, wer es mag, kann gerne mal reinschauen. Ja, ich hoffe mal, dass der Entwickler weiter daran arbeitet, weil es ist irgendwo eine coole Basis, sagen wir mal so, ne? Aber da muss noch sehr, sehr viel dran geschraubt werden. Dann hoffe ich natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Video, mit meinem Fluch des Pharao. Dann würde ich mir natürlich jetzt über ein Däumchen freuen. Eure Meinung zum Spiel, ist da noch Potenzial drin? Ja, nein. 20 Euro, ja, nein. Für free nehmt ihr das mit. Alles bitte hier rein in die Kommentare. Und eure Meinung werde ich mir natürlich durchlesen und natürlich auch kommentieren. Ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, das finde ich sehr, sehr schade. Macht es gerne jetzt einmal auf den Abo-Button und schon verpasst ihr nichts mehr. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle. Und ganz zum Schluss wie immer mein Discord-Server mit derzeit über 320 WeAre-Usern aus der Community. Tretet gerne bei, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks,
täglichen Dealer-Quest, sämtliche App-Lab-Neuveröffentlichungen, kleine gelegentliche Gewinnspiele und einfach nur quatschen kann man natürlich auch. Der Link zu meinem Discord wie immer in der Videobeschreibung. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst persönlich begrüßen zu dürfen. Dann hier als kleinen Rauschmeister zu meiner Seite. Eine kleine Auswahl meiner Videos, stöbert gerne da durch. Viel Spaß damit. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Video. Euer Sascha.